Hallo Leute, hier ist Ready to Cards mit meinem allerersten Video auf YouTube. Und zum Einstieg gibt es, ihr seht es hier schon im Hintergrund, Dunruss Football, der Blaster, nämlich die Optik-Variante, ist ja vor ein paar Tagen rausgekommen, habe ich auch schon fleißig bestellt und ich dachte, was ist Besseres zum Einstieg, als wenn wir uns hier das normale Dunruss-Set mal anschauen. 4 Stück habe ich insgesamt gekauft, in jedem Blaster sind 90 Karten drinne. Und dann wollen wir einfach mal direkt anfangen. So, schiebe ich mal ein Stückchen nach hinten, dass wir auch genug Platz hier haben. So sieht das aus. Wie gesagt, 90 Karten sind in dem Blaster drinne. Der Blaster hat auch Exclusives, und zwar Dunruss Threats und die Rookie Fandom Jersey Mem Cards. Und dann machen wir hier einfach mal den ersten Blaster direkt auf. Und schauen uns dann gleich hier auch nochmal an, was es alles sonst noch gibt. Steht hier auf der Seite nochmal drauf. Genau, New Blaster Exclusives gibt's. Und zwar Crunch Time und Production Line. Und Case Hits sind die Optic Rated Rookie Preview Holo Parallel. Also so, wie dann die Rated Rookies dann auch ausschauen in der Optik-Variante. Und hier auf der Seite haben wir das ganze Set, sind insgesamt 400 Karten, 300 Base, 100 Rated Rookies. Dann haben wir hier teilweise limitierte Press-Proof-Varianten zwischen 50 und 100. Downtown haben wir natürlich den absoluten Case-Set, was natürlich extrem schwierig ist zu ziehen. Ja, generell natürlich hier aus so einem Blaster oder 4. Crunch-Time haben wir in verschiedenen Varianten nummeriert zwischen 100 und 10. Wir haben Vortex Galactic, Production Line Galactic, also eine ganze Menge an nummerierten Karten, die man hier theoretisch zumindest rausziehen kann. Und dann wollen wir jetzt mal anfangen. So schaut es dann von innen aus. Der Blaster geht hier zurück. Zack. Sind insgesamt 6 Packs mit jeweils 15 Karten. So, und los geht's. Na. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so rausziehen können. So schaut das Base-Design aus. Gefällt mir eigentlich ganz ruhig, ganz gut. Relativ ruhig an den Seiten, nicht zu viel hier. Und dann haben wir hier Kenneth Gainwell, Dan Marino, also man hat auch ein paar, nicht nur Rookies und aktuelle Spieler drin, sondern auch ehemalige Spieler, Marquise Brown, Quinnen Williams, und so wie es bei Dunruss üblich ist, sind die mal so und mal so rum, die Karten. Das heißt, man kann immer schön viel drehen hier beim Rippen. Tom Brady, J.O.K., Patrick Surtain, Kyle Pitts, Marvin Jones, Matthew Stafford, Kevin Byard, Tyler Lockett. Und unser erster Rated Rookie ist, oh, wir haben da noch was Silbernes, sehe ich gerade, Andrew Booth Jr. Nochmal drehen. Channing Tindall, Rated Rookie. Sehr cool. Das gefällt mir hier nicht ganz so gut, dass das aus dem Practice ist und kein
Spiel, kein Foto aus dem Spiel und falte mir dann hier noch mit dem Kopfschutz oben drauf. Aber gut, immerhin. So, und was haben wir hier dahinter? Es ist Rookie Revolution Patriots. Und zwar Pierce Strong. Cool. Die sind aber, glaube ich, nicht nummeriert. Nein, sind sie nicht. Sieht aber auf jeden Fall trotzdem ziemlich cool aus hier. Mit dem Gold ist das und dann die Reflexion hier. Cool. Sleeven wir mal schnell. So, zack. Nice. Weiter geht's mit dem zweiten Pack. Okay, entweder gehen die schwer auf oder stelle mich gerade tatsächlich ein bisschen doof an hier. So. Justin Jefferson, Darius Slayton, John Pyer und wir drehen mal wieder Zach Wilson. Ach, das ist echt nervig mit deinem Ross, dass man hier ständig am Rumdrehen ist. Tony Romo, John Elway. Ach, ganz cool hier auch mit dem alten Denver Broncos Logo. Michael Wick. Jared Goff. Warren Moon. Noch mit dem Oilers-Logo, logisch. Rondell Moore. James Robinson. Bo Melton als Rated Rookie. Und dahinter haben wir Jameson Williams. Auch ganz cool. Und dann haben wir Calvin Austin, der dritte von den Pittsburgh Steelers. Und das ist, wie heißt das? Canvas, glaube ich, heißt das. Na, so hier eine Variante ohne Helm. Cool. Ist jetzt nicht der Steelers-Rookie, den man jetzt unbedingt gleich rausziehen möchte, aber besser als nicht. Okay, irgendwie machen mich die Packs hier gerade wahnsinnig. Na. So, Joe Burrow, Michael Parsons, ich werde hier jetzt auch mal so ein bisschen durchskippen durch die ganzen Base-Karten, dass das Video nicht ganz so lange wird vielleicht. Ganz einfach bei 90 Karten pro Blaster und vier Blastern haben wir 360 Karten insgesamt. Jetzt wird das Video hier unglaublich lange. Jay Alexander, LaVisca, Sony Michel, der nur sehr kurz bei den Dolphins war und hier im Rams-Trikot ist auf dem Foto. Rated Rookie haben wir Arnold Abiketti. Auch wieder, das ist sogar vom Pro Day, das ist noch nicht mal ein Foto vom Practice, sondern tatsächlich von seinem Pro Day. Gut. Und dann haben wir Sky Moore, also Rated Rookie. Und eine abgelaufene Kids Reporter Karte. Würde mich tatsächlich interessieren, wie viele Blaster man braucht, bis man vielleicht auch einen Downtown gezogen hat. Bateman, Jacket, Brett Favre. Miles Garrett, Justin Simmons, Mike Williams. Wie gesagt, ich werde das auch mal ein bisschen schneller hier machen, dass wir uns mehr hier auf die
besseren Sachen konzentrieren können, die wir hoffentlich ziehen. Martin Emerson, Rated Rookie. Vom Combine das Foto. Kyle Hamilton, Rated Rookie. Und dahinter haben wir Road to the Super Bowl. Am 23.01.2022. Rams versus Buccaneers 30-27. War ein ganz cooles Spiel. Pack Nummer 5. Bisher jetzt noch nicht so die ganz großen Kracher dabei gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Also natürlich wie mit Dunross üblich, man hat natürlich unglaublich viele Base-Karten. Ist mit 400 Karten hat ja auch ein sehr großes Set. Burkhead, AJ Dillon, Brandon Smith als Rated Rookie. Auch vom Combine das Foto. Und dahinter haben wir einen roten Press Proof. Kein Rookie. Oder doch? Commanders. Clinton. Das lässt sich gerade schlecht lesen. Sorry. Clinton Portis, Running Back. Okay. Ja. Ein Press Proof Red Rookie wäre natürlich schöner gewesen. Aber okay. So, und dann das letzte Pack aus dem ersten Blaster. Wie gesagt, das skippen wir hier mal weiter durch. Hand. John Davis als Rated Rookie. Carson Strong, der noch nicht mehr in der NFL ist. Und dahinter haben wir The Rookies, Packers, Christian Watson. Romeo Dubs. Okay. Christian Watson wäre natürlich cooler gewesen. Aber auch hier ganz coole Karte. Schöner Effekt. Das lieben wir mal. Weiß nicht, The Rookies, wie stark dieses Insert limitiert ist, wahrscheinlich nicht wahnsinnig stark, aber immerhin. Okay, und das war schon der erste Blaster. Machen wir dann direkt weiter mit dem zweiten Blaster. Zack. Wieder zu schnell und dann verschwindet der hier nach hinten. So. Okay, also der erste Blaster war jetzt nicht sonderlich toll. Sowohl was jetzt Inserts angeht, als auch die Rated Rookies. Kann eigentlich, denke ich, nur noch. Da habe ich gerade schon hinten was gesehen. Dexter Lawrence. Charles Woodson. Charles Thomas. Brennan Cooks. So, Drake Jackson, 49ers Rated Rookie. Okay.
Und dann haben wir noch einen Calvin Hossen. Und jetzt haben wir hier hinten, was ist das? Lions Vortex. James Williams. Das sieht echt extrem cool aus hier mit dem Wirbel, mit den goldblauen Wirbel und dann hier so dieser Effekt. Ja, sehr cool. Ist das nur mir? Nee, auch nicht. Imitiert, aber sieht auf jeden Fall zumindest cool aus. Nicht schlecht. Ziehen wir mal schnell. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Pack. Geht auf jeden Fall besser auf. Mike Gesicki. So viele Basekarten. Mike. Ich verstehe nicht, warum das bei Dunross immer J.J. Watt, warum das immer so hin und her sein muss. Perrion Winfrey von den Browns. Sagt mir überhaupt gar nichts, um ehrlich zu sein. Und dann Kenneth Walker, Rated Rookie. Der hatte eine ganz gute Rookie-Saison, also von daher ganz cool. Und dann haben wir hier Mr. Unlimited, Russell Wilson, im 1992 Dunross Throwback. Okay. Ja, von den Rated Rookies bisher noch nicht so der richtige Knaller dabei gewesen, um ehrlich zu sein. Chase Young. Chitterell. MVS. Und dann haben wir Skylar Thompson. Für mich als Dolphins-Fan ganz schön. Aber jetzt auch nicht der Quarterback, den wir vielleicht unbedingt haben wollten. Und dann noch David Bell. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, ob Brock Purdy hier in dem Set drin ist. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der ist nämlich nicht in allen Sets drin. Oder in allen Linien, besser gesagt. Sorry. Donald McNabb. Oh, was haben wir da hinten? J.K. Dobbins. Evan Kamara. Palmer. DJ Watt. Jonathan Taylor. Cooper Kupp. Drew Luck. Michael Brockers. Rated Rookie. Cameron Thomas. Guard, glaube ich, für die Cardinals. Kyren Williams, Running Back von den Rams. Und wir haben hier drin, okay, Dominators, Kyler Murray. Hat letzte Saison jetzt nicht so unbedingt dominiert, aber trotzdem ganz cooles Insert. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt mega selten sind, aber sieht zumindest gut aus. So, da sind wir ja schon beim fünften Pack vom zweiten Booster. Vom zweiten Blaster, sorry. Kirk Cousins. Sneed. Creed Humphrey. Joe Montana. So, Sam Howell. Sam Howell ist nicht schlecht. Rated Rookie. Und dann wahrscheinlicher Starter dieses Jahr bei den Commanders. Und dann haben wir Pressproof
in Rot. Kein Rookie, nein. Doch ein Rookie, sorry. Trey McBride. Okay. Und dann haben wir hier noch Malik Willis, White Hot Rookies. Ja, wird bei den Titans nicht mehr so die Rolle spielen in Zukunft. Denke ich mal, aber nicht schlecht. So, dann kriegt Sam Howell, ist vielleicht sogar einer der besseren Quarterbacks, die man hier rausziehen kann, nach natürlich Kenny Pickett. Und wie gesagt, bei Brock Purdy bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob der überhaupt im Set mit drin ist. Aber Sam Howell und vor allem Desmond Ridder sind mit Sicherheit danach die zwei QBs, die ganz gut sind. So, Press Proof Red, hier habe ich auch mal schnell gesleeved. Und oh, das ging jetzt sehr schnell, sehr gut auf. Da sehe ich es hinten auch schon wieder schimmern. Sean Alexander, Adams. Oh, ich muss hier aufpassen, nämlich der Stack hier fällt gleich sonst oben. Den will ich gleich mal zur Seite packen. Lewis Sign Rated Rookie. Alec Pierce Rated Rookie. Und dann Power Plus, Dak Prescott. Auch ein ganz cooles Insert. Fällt mir ganz gut. Und das war jetzt schon der zweite Blaster. Und weiter geht es mit Blaster Nummer 3. Gefühlt war jetzt der zweite Blaster ein bisschen besser als der erste Blaster. Auch da war jetzt nicht so die Megakracher vielleicht dabei. Aber der erste hatte tatsächlich nicht ganz so viel Tolles, meiner Meinung nach. Ups. So, ich mache hier mal auf der Seite ganz schnell ein bisschen Platz bei den ganzen Basekarten. Und nun geht es aber auch wirklich weiter mit dem ersten Pack aus dem dritten Blaster. Jetzt gehen wir durch die Basekarten durch. Okay, ich dachte jetzt gerade, ich hätte dann einen Rookie übersehen. Tyron Davis-Price, sorry, Rated Rookie für die 49ers. Und dann Christian Harris, Rated Rookie Texans. Ja. Und wir haben die nächste Rookie Revolution. George Pickens. Ja, cool. Sieht echt cool aus. Und wie gesagt, hier nicht ganz Color Match, aber schon ein bisschen mit der Steelers Uniform. Nette Sache. Aber wäre vielleicht mal in der Zeit jetzt für vielleicht eine limitierte Karte. Downtown wäre natürlich gigantisch. Patrick Queen. Ganz mit Basekarten. Nochmal Damon Price. Jarrell Barnard. Buffalo Bills. Auch nicht von gehört, um ehrlich zu sein.
Und wir haben unseren nächsten, ich glaube, Canvas heißt es, glaube ich. Und zwar von Brian Robinson Jr. Okay. Mag ich ganz gern, um ehrlich zu sein, die Variante hier mit den Rated Rookies. Ein bisschen was anderes. Sieht ganz cool aus. Gibt auch gleich einen Sleeve. Okay, das Pack geht wieder ein bisschen schlechter auf. Das ist jetzt Pack Nummer 3. Basekarten. Donut. Rated Rookie haben wir Trent McDuffie und dann Ayn Hutchinson. Nicht ganz so schlecht. Und gehen wir einfach auch mal schnell ans Sleeve. Oh, aber wie wäre es jetzt mal zum Beispiel mit einem Kenny Pickett Rated Rookie? Oh, ich habe da hinten schon was gesehen. Ups. So. David Ojabo. Ja, wie gesagt, es gefällt mir absolut einfach gar nicht, dass die teilweise in der Combine oder Pro Day Klamotten sind. Brian Robinson. Und dann haben wir, das ist alles für den neuen Inserts, glaube ich, kann das sein? Das scheint es hier. Rams. OBJ. Ich habe gerade überlegt, Rams Nummer 3. OBJ ist es. Sieht auch ganz cool aus. Ganz nettes Insert. So, vorletztes Pack aus dem dritten Blaster. Für ein Downtown vielleicht. oder einer von den nummerierten Karten. Wäre auch ganz nett. Derek Stingley. Okay. Und dann haben wir einen Red Press Proof. Kein Rookie. Nein, es ist Dawson Knox. Ja. Ups, das kommt dahin. Und das letzte Pack aus dem dritten Blaster. Bisher, ich weiß nicht, so total hundertprozentig davon überzeugt bin ich momentan noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Chris Olave, okay, das ist cool. Kyler Gordon, okay, und dann haben wir hier hinten nochmal The Rookies. Hazan Haskins. Okay. Ups, fällt mir die Karte aus der Hand. Ja, wie gesagt, ganz nettes Insert hier. Sieben wir einfach schnell. So, zack. Ich mache hier mal wieder an der Seite ein bisschen Ordnung, bevor die ganzen Stacks runterfallen. Base-Karten mehr als genug.
So, sorry, aber bevor es gleich wieder umfällt, einmal kurz Ordnung machen. Und dann Blaster Nummer 4. So, dass alles in Ordnung hier hat. Zack. Okay. Abwechslung mal alle ordentlich drin. Rated Rookie David Ojabo, Brian Robinson und das ist eine, Tickerkarte. RPJ 38. Ja. Eric Isukama. Oh, wir haben unsere erste Jersey Card. Rookie Phantom. Eric Isukama. Nett. Sieht doch cool aus. Ich bin Dolphins-Fan und freue mich schon darüber. Als Sammler, es ist jetzt vielleicht natürlich nicht die Mem-Card, die man jetzt unbedingt haben möchte, aber ja, cool. Hinten steht natürlich dann drauf, dass Mem nicht getragen wurde in einem bestimmten Spiel oder Event. Aber cool. Meine erste Mem-Karte überhaupt. Und dann gleich in Dolphins. Ups. Sehr, sehr cool. Schön. Nehmen wir gleich mal hier einen Platz. So. Wir skippen wieder durch die Basekarten. Ich habe jetzt gerade eine Theorie, aber keine Ahnung, ob sie richtig ist. Und zwar, wenn die Karten nicht alle durcheinander sind, sondern alle auch geordnet, scheint auf jeden Fall was Besseres hinten drin zu sein. Keine Ahnung, es kann jetzt nur Zufall sein, aber vielleicht auch nicht. Eric Stingley nochmal, Chris Olave und Dominators haben wir. DJ Metcalf. Okay, ist jetzt nicht der absolute Knaller als letzte Karte, meine ich jetzt nur damit. Aber ich habe gerade überlegt, ob das Pack sich hier dicker anfühlt. So. Hier sind nämlich die Karten wieder alle durcheinander. Grady Jarrett. Nochmal ein Kyler Gordon. Trevin Walker, okay, zum allerersten Mal. Und hinten nehme ich nur eine Kids Reporter-Karte. Okay. Pack Nummer 4 aus dem vierten Blaster. War bisher auf jeden Fall der beste Blaster. Alleine schon wegen der Mem-Card. So. Dann haben wir Trulak,
Jelani Woods, Rated Rookie. Und dann Eric Isukanma nochmals Rated Rookie. Und Elite Series haben wir Drake London. Yep, Drake London. Unser erster Rookie Elite Series, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch hier keine Ahnung, wie short-printed die sind. So, unser vorletztes Pack und da hinten habe ich schon was gesehen. Rated Rookie haben wir Kingsley Nackberry. Und dann haben wir hier AJ Terrell umgedreht. Oh, limitiert auf 80. 46 von 80. Und ja, nice. Sehr cool, das ist die Production Line. Ja, cool. Season. 80 Tackles. Andrew Terrell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, kann man das sehen? Geht so. Ja, also der Blaster hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Eine Memcard und dann eine auf 80 Stück limitierte Karte. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und das letzte Pack, Kenyon Green nochmal, Traylon Burks und die allerletzte Karte, Drew Brees Quarterback. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für eine Variante das ist. Okay. Und dann, ich sehe gerade, hier liegt noch eine Karte. Sind wir auch schon durch. Das Video, ich weiß, ist schon sehr, sehr lang. Ganz kurzes Resümee vielleicht noch. Wir haben eine Mem-Card gezogen, Eric Isukanma. Und ich muss sie unbedingt nochmal hier in die Kamera halten. AJ Terrell, Production Line, auf 80 Stück limitiert. Sehr cool, sehr, sehr cool. Was den Rest angeht, war es okay. Also, wir haben jetzt aus 4 Blastern eine Mem-Card und eine limitierte Karte rausgezogen. Ansonsten paar ganz okay Rated Rookies dabei gewesen. Zweimal Rated Rookies in dieser Canvas-Version. Rookie Revolution, wie gesagt, ist ein ganz cooles Insert. Wir haben einen Rookie als Red Press Proof gezogen und dann Trey McBride. Wir haben einmal Sam Howell gehabt, White Hot Rookies, Nick Williams, Willis, sorry.
Kenneth Walker. Auch ein ganz cooles Insert gewesen. James Williams. Ja, Sky Moore. Kevin Austin. Hier Strong. Also letzter Blast auf jeden Fall am besten gewesen. Der erste war, glaube ich, am schwächsten. Und ich zeig's, ich versuche es nochmal ganz kurz in die Kamera zu zeigen. Und in der Hoffnung, sie nicht umzustoßen. Das hier sind die Base-Karten. Plus, es kommt noch mehr. Und weiter geht's. Noch ein Stapel. So. Also jede Menge Base. Insgesamt finde ich es ganz cool, das Produkt. Ich habe es auch, gebe ich gerne zu einem relativ guten Preis bekommen. Dafür würde ich mir wahrscheinlich oder werde ich mir vielleicht auch tatsächlich nochmal ein paar Blaster kaufen. Wie gesagt, Dunross, immer das Ding. Viel Base. Aber wenn man dann halt was Vernünftiges trifft, ist es ganz in Ordnung. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, wenn ihr es tatsächlich bis zum Ende dieses Videos geschafft habt. Ich weiß, es ist sehr, sehr lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.